So, einen wunderschönen und willkommen zu diesem Art Informationsvideo. Ihr seht es schon im Titel und ja, alles was im Titel steht, stimmt auch. Es kommt tatsächlich etwas ziemlich Großes auf euch zu, denn ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, euch Abwechslung in Videos und Streams zu bieten, aber so eine Art Event bzw. Turnier ist, denke ich mal, auch eine coole Art und Weise, euch Abwechslung zu bieten. Dementsprechend startet jetzt im Juli die erste Season vom BastiGLG Cup. Ich weiß, der Name ist sehr gut gewählt. Es wird heute primär darum gehen, euch die ganzen Sachen zu erklären, damit es auch jeder versteht. Ihr könnt es auch gerne im Forum, der Beitrag ist verlinkt in der Videobeschreibung, nachlesen. Aber ich denke mal und möchte die größten und am häufigsten vorkommenden Fragen hiermit in diesem Video beantworten. Dementsprechend seht ihr auch nur ein Gameplay im Hintergrund, denn ich möchte mich halt auf das, was ich hier rede, konzentrieren. Also kommen wir erstmal zur interessantesten Sache, und zwar dem Preisgeld. Ihr seht es sind insgesamt im Pot 750 Euro. Dieses Preisgeld stelle ich aus meiner privaten Kasse. Wir haben keine Sponsoren jetzt im Moment dabei. Vielleicht kann man das eventuell organisieren, dass man in den nächsten Staffeln, wenn welche kommen sollten, dann so regelt. Aber auf jeden Fall gibt es für den ersten Platz 500 Euro, für den zweiten 150 und für den dritten 100 Euro. Bevor wir zum richtigen Main Event kommen, muss man sich natürlich erstmal qualifizieren, und für diese Qualifikation gibt es so einige Erklärungen, die ich euch erzählen muss. Die Qualifikationsphase wird von diesem 21. Juli 16 Uhr bis zum 26. Juli 16 Uhr gehen. Das bedeutet, genau in dieser Zeit ist es entscheidend, was ihr in HG fabriziert. Nun, was müsst ihr in HG machen? Und zwar musst du HG-Runden gewinnen. Am besten viele oder am besten die meisten. Es qualifizieren sich nämlich genau die Leute, die es schaffen, in der Qualifikationsphase vom 21. Juli bis zum 26. Juli jeweils 16 Uhr in die Top 3 eines Kits zu kommen. Wie kommt man in die Top 3 eines Kits? Und zwar musst du in diesen 5 Tagen die meisten Wins für ein Kit erfarmen. Es wird für jedes Kit, es gibt 51 Kits, nochmal ein internes Leaderboard geben, beziehungsweise ein Ranking, in dem man nachschauen kann, wer gerade die Spitze anführt und die meisten Wins dafür hat. Bei 51 Kits ergibt es 153 Spieler, die dann später sich qualifizieren werden für das Main Event. Ich erkläre euch das Ganze am besten anhand eines Beispiels. Wir nehmen an, wir beobachten das Ranking des Kits Grandpa. Grandpa ist ein Kit, was nicht so oft gespielt wird, dementsprechend benötigt man nicht so viele Wins, um in die Top 3 zu kommen. Wir haben Spieler A, Spieler B, Spieler C, Spieler D. Spieler A schafft es innerhalb der 5 Tage 20 Wins zu farmen, Spieler B 15, Spieler C 10 und Spieler D 5. Dementsprechend bildet sich die Top 3 aus Spieler A, B und C, da sie alle mehr Wins haben als Spieler D. Es reicht nicht aus, kurzzeitig in der Top 3 gewesen zu sein, sondern es ist entscheidend, wer am Ende, am 26.07. um 16 Uhr, immer noch in der Top 3 steht. Dabei könnt ihr verschiedene Taktiken fahren. Ihr könnt sagen, ich spiele ein Underused-Kit, was kaum welche spielen, und versuche mit weniger Wins mich zu qualifizieren. Oder ihr sagt, ich nutze den Vorteil eines starken Kits und versuche dementsprechend mehr Runden zu gewinnen, aber hab halt auch noch mehr Konkurrenz. Ich betone, das Kit, was ihr in der Qualifikation nutzt oder mit welchem ihr euch qualifiziert habt, hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Kit, was ihr im Main Event spielen sollt. Während der Qualifikationsphase sind sowieso alle Kits erlaubt und es ist auch erlaubt, größere Teams zu bilden. Das ist so oder so nicht kontrollierbar. In der Qualifikationsphase vom 21. Juli 16 Uhr bis zum 26. Juli 16 Uhr sind die Runden genauso wie sonst auch, nur wahrscheinlich ein wenig verschwitzter. Und wahrscheinlich ein bisschen intenser. Ihr wisst, wie ich meine. Ihr könnt selber jederzeit nachgucken, wer im Moment im Top 3 Ranking sich befindet für ein Kit. Das ist alles nachschaubar. Gut, ist die Qualifikation abgeschlossen am 26. Juli 16 Uhr. Das Datum und die Uhrzeit habe ich mittlerweile 20 Mal gesagt. Haben wir wahrscheinlich 153 Spieler, die sich für das Main Event qualifiziert haben. Das Main Event wird noch in derselben Woche stattfinden, in der auch die Qualifikationsphase beendet wurde. Nämlich setzt sich das Main Event aus 3 Runden zusammen, über 3 verschiedene Tage. Sprich, dem 28. Juli 19 Uhr, 29. Juli 19 Uhr und 30. Juli 19 Uhr. Das ist ein Freitag, Samstag und ein Sonntag. Diese 3 Runden gehen nochmal komplett in die Wertung für den Gewinner des gesamten Turniers ein. Die Qualifikation spielt keine Rolle mehr. Logischerweise nur dafür, welche Spieler nun an diesem Main Event teilnehmen können. Das Wertungssystem in diesen 3 Runden ist auch nochmal spezieller, denn diese 3 Runden sind logischerweise zusammenhängend. Jeder der 153 Spieler wird eine bestimmte Platzierung pro Runde erzielen. Diese Platzierung wird notiert und am Ende aller 3 Runden zusammen addiert. Das ergibt einen Punktestand. Dieser Punktestand wird verglichen und wer am Ende dieser 3 Runden den niedrigsten Punktestand hat, wird gewinnen. Sprich, so wird Platz 1, Platz 2 und Platz 3 gebildet, der das Geld gewinnt. Aber es kommt noch ein zusätzlicher Faktor, nämlich die Anzahl der Kills. Pro Kill aus diesen 3 Runden
wird dir nämlich ein Punkt nochmal von deiner Gesamtpunktzahl abgezogen. Ich nenne euch ein Beispiel. Ihr schafft es, in der ersten Runde Platz 6 zu werden, in der zweiten Runde Platz 13, in der dritten Runde Platz 44. Erzielt dabei in jeder Runde 8 Kills, also habt insgesamt 24 Kills. Somit habt ihr nur rein von den Platzierungen einen Punktestand von 63, der ist ziemlich hoch. Aber aufgrund der Kills, der 24 Kills, werden 24 Punkte abgezogen und ihr steht mittlerweile nur noch bei 39 Punkten. Und dieser Wert wird unter allen Teilnehmern verglichen. Wichtig ist, um in die Wertung mit einzugehen, müsst ihr logischerweise alle drei Main-Event-Runden spielen. Das bedeutet, ihr könnt nicht einfach sagen, ja okay, die erste und die zweite setze ich aus und in der dritten hole ich mal 5 Punkte ab und habe am Ende nur 5. Ihr werdet, wenn ihr die erste, zweite, whatever verpasst oder nicht mitspielt, nicht für die nächsten gewitelistet. Und es wird auch auffallen. Ansonsten gibt es noch zu sagen, diese Runden jeweils um 19 Uhr am Freitag, Samstag und Sonntag werden logischerweise FFA-Runden sein, dementsprechend kein Truisen, kein Teaming, beziehungsweise gelten natürlich auch die normalen Simple-HG-Regeln, dass das Cheaten etc. halt untersagt. Ich denke mal, das muss ich nicht erwähnen. Und wer trotzdem sich widersetzt, natürlich wird ausgeschossen vom Turnier und halt auch gebannt. Zur ganzen Thematik mit Teaming und Truisen. Es wird streng dabei durchgegriffen. Es ist halt eine Menge Geld im Pott und da möchte ich nicht riskieren, dass jemand unfair gewinnt. Dementsprechend geht gar nicht erst das Risiko ein, dass ihr eventuell unter Truising-Verdacht geratet. Der Hauptpunkt ist halt, ihr betrügt mich damit halt auch. Ich stecke hier eine Menge Geld in das Event, um euch etwas Cooles zu bieten für die Community. Und ich möchte auf jeden Fall am Ende auch faire Gewinner haben, die, sage ich mal, auf faire Art und Weise gewinnen. Deswegen bitte unterlasst es und vor allem complaint am Ende dann nicht, falls ihr gekickt oder gebannt werdet für irgendwelches Teaming. Denn das ist halt, wie gesagt, strikt untersagt. Ansonsten ist ein anderer Punkt, diese Runden werden von mir spectated. Ich werde das Ganze streamen. Dementsprechend kann es passieren, dass ich eventuell manche Positionen von Spielern verraten kann. Ich werde natürlich die Calls abdecken, aber ich sage jetzt schon mal, wer sich darüber beschweren wird, dass ich halt das Ganze streame und eventuell was verraten habe, dass der eine schon vielleicht Eisenrüstung hat oder whatever. Es tut mir leid, aber es ist mir auch wichtig, das Ganze zu streamen und es ist nicht komplett unverzichtbar, dabei halt auch manche Sachen zu spoilern. Ansonsten zum Ablauf der drei Eventrunden, die werden exakt gleich ablaufen und zwar jeweils um ca. 19 Uhr starten. Es wird eine 3-minütige Schutzzeit geben. Die Border wird jeweils um 100 Blöcke in jede Richtung erweitert, sprich nicht 500-500, sondern 600x600. Es werden einige Kits verboten sein, wie zum Beispiel Gladiator, denn Gladiator wird nicht funktionieren, da wir einmal ein FFA-Tournament haben. Ich weiß aber, dass Gladiator auch trotzdem andere Vorzüge hat. Aber Gladiator wird aufgrund des Pits auch verboten sein, denn das Pit wird ein wenig anders ablaufen. Das Pit wird nämlich nicht so aussehen, wie man es kennt, sondern es wird ein Bedrock-Kasten sein mit einer Bedrock-Decke. Bedeutet, es wird durch PvP die Runde zu Ende gehen. Ihr seid nämlich durch die Bedrock-Decke dazu gezwungen, gegeneinander zu kämpfen und habt nicht die Chance, euch zu verkämpfen. Somit ergibt sich auf jeden Fall, dass am Ende die offensiveren Spieler mit besserem Equip halt gewinnen. Ja, das war's soweit. Der Basti GLG Cup Season 1. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie die Qualifikationsphase ablaufen wird. Zu den drei Main-Event-Runden, denke ich mal, wird es nach der Quali-Phase so oder so nochmal Erklärungen etc. geben. Wenn ihr ansonsten Fragen habt zu irgendetwas, stellt sie gerne hier in dem Video als Kommentar. Aber bitte achtet darauf, dass es keine Frage ist, die in diesem Video hier bereits beantwortet wird. Ansonsten schaut euch gerne nochmal das Forum an, da wird auch nochmal manches erklärt. Und wie gesagt, die Qualifikationsphase klingt erstmal vielleicht ein bisschen komplizierter, aber es ist so ähnlich wie beim Quarterquell. Wie gesagt, es geht einfach darum, in die Top 3 der meisten Wins, die man halt da mit dem Kit jeweils gefarmt hat, zu bekommen. Ich hoffe, euch gefällt das, dass ich halt sowas organisiere. Ich hätte echt Bock drauf, das öfters zu machen. Ist halt einfach eine coole Sache und ich hoffe, dass die erste Staffel echt gut verlaufen wird und dass wir kaum Komplikationen bekommen werden. Und ja, dann lasst uns mal zeigen, dass die Sub-Community auch auf jeden Fall was zu bieten hat. Wir sehen uns heute Abend beim Livestream oder beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.